Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Hagendorf 2.2 mit Füsi und Randy. Hallo. Hallo. So, und da ist er doch. Freitag. Upp. Hohe Stimmung. Freitag. Juhu. 20 Uhr Livestream bei Tino. 20 Uhr Livestream. Ich glaube, wir werden heute Abend in, ich weiß noch nicht so richtig. Ich hab's vermisst, ohne Witz. Was hast du vermisst? Nix. Sag mal. Ach, meine Begegnung mit Randy. Deine Begegnung mit Randy? Ja, wenn wir uns hier treffen mit unseren Traktoren. Jetzt, wo so, Randy wieder richtig gefahren ist, hat mir den kompletten Weg abgeschnitten, da war noch das ist, aber egal. Da. Ja, heute Abend, Tino, du warst nochmal 10, wir haben dich unterbrochen. Ja, Survival heute Abend, wahrscheinlich, ne? Evendudel. Evendudel. Evendudel, ein richtig nice Survival-Game, schauen wir mal. Da kann man bauen. Bauen, kämpfen. Wir stranden heute Abend wahrscheinlich auf einem Alien-Planeten. Willst du danach auch noch ATS? Ey, die Frage kam gestern nicht. Stimmt. Letzte Woche Freitag. Ja. Aber auch ganz witzig. Also Subnautica, muss ich sagen, ist schwerer als gedacht. Ne? Hat voll Bock. Finde ich auch gut. Dann nochmal Danke an den lieben Randy. Mhm. Warte mal für deine Arschkriecherei, ey, du Lutscher. Da muss man sich bedanken, sowas ist nicht selbstverständlich. Hin und blasen ein. Halt ich bei Tino eigentlich auch immer so, aber dann krieg ich halt auf euch geschnauzt. Hab ich mir gedacht, Was kriegst du immer voll geschnauzt? Das, was Friesi gerade gesagt hat. Wenn man sich, dass man sich bedankt? Ja. Ja, man. Das muss man schon machen. Bedanken muss man sich ja. Aber es reicht ja, wenn man sich einmal oder zweimal bedankt und nicht 200 Mal. Das ist wirklich hingehen, kannst du ein bisschen an Eiern rumspielen, Alter. Danke. Was denn? Bist du nicht, warum du den Boden gruberst, Alter, aber fahr zu! Ich wollte den Schlamm hier wegmachen. Ach, du bist doch Alter, lass den Schlamm doch mal in Ruhe! Der grubert ja hier ohne Scheiß! Blockiert den ganzen Drecksweg! Hau ich ab wollt, jetzt! Ja, hör doch auf! Ey, vor allen Dingen, ey, wenn ich das schon wieder höre, Alter. Junge, hast du nichts zu tun, ey? Ach, Alter, was machst denn du? Oh. Kannst du den mal schellen, bitte? Wenn der nichts zu tun hat hier, ey, ohne Mist, Alter. Ich wollte doch nur mal testen, ob das geht. Junge, wir haben hier Hochstress und der fängt die an und grubert hier sinnlos die Feldwege, ey. Der Schlamm nervt. Meine Fresse, ey. Ja, was soll ich denn tun? Ich habe alles fertig. Ich wollte jetzt eigentlich 1 und 2 anfangen abzuernten, aber wenn du was anderes hast, sag Bescheid. Warte. Mir ein bisschen ärgert mich gerade. Ach du Scheiße. War ganz blöd. So eine Palette versuchen irgendwie hier rauszukriegen. Ja, was können wir machen aktuell? Frage. Kannst du nicht sagen. Dann ernte ich. Was machen wir mit der restlichen Kohle? Also ich kaufe jetzt dann gleich noch einen Schubmaster und dann? Bauen? Nee. Noch eine Idee, was wir brauchen. Einen neuen Traktor, wenn noch nee. Drin. Ab ins Minus! Kühe. Und deine Kühe, ey. Was denn, wenn wir Obstpaletten jetzt produzieren wollen, also Lebensmittel Obst produzieren wollen, dann müssen wir auch genug Milch nachschieben. Fakt ist, mit 10 Kühen machen wir das nicht. Problem ist, dass eine Kuh 2.500 kostet, ne?
Jupp. Ja, aber nochmal 10, nochmal ein paar Kühe gehen schon, würde ich sagen. 20 Kühe vielleicht nochmal. 50.000. Rest sparen. Ja. Haben wir noch 60 auf dem Konto mit dem Schubmaster. Trinkt während den Aufnahmen echt zu viel Kaffee, ne? Mhm. Und der dritte jetzt. Das ist ja nur noch sinnlos schütten. Nö. Ich trinke ja gerne Kaffee. Ah. Du trinkst gar keinen Kaffee, oder? Also wenn es mal sein muss. Und ja, solche Situationen gibt es. Welche? Ist bei den Eltern, die bieten dir einen Kaffee an, sagst du nicht, ne? Doch. Die Erziehung will ich sein. Bitte? Ja, Kaffee. Kaffee ist schon gut. Ich mag keinen Kaffee, ey. Stellt sich die Mutti extra hin, weißt du, drückt da auf den Knopf und das Ganze zischt und jetzt hab ich irgendeine Taste gedrückt, die nicht gedrückt werden sollte. Und du sagst dann nein. Nimm keinen Kaffee. Ja, ich ja gut, wenn man nicht will, will man nicht, ne? Müssen da machen, ne? Eischütten. Trinkst du jetzt Kaffee? Das sagt ein Kumpel von mir immer über Mixgetränke. Wenn's nicht schmeckt, schneller trinken. Der macht das halt wirklich, also der setzt seine Philosophie wirklich so um, ne? Schmeckt nicht, dann wird's halt reingeschüttet. Wohin gehst du? Okay, hast du meine Nachricht gelesen? Boah, das ist deine alte Physik geil. Ja. lass mal geiern, ey. Kommen die eigentlich auch mit auf die GC? Nee. Ich Warum? Bin alleine da. Ja. Achso, mit nicht. Den Kiddies, ne? Ja. Mitbringen. Ah. Mitbringen, ja. Ich war sechs Jahre das erste Mal GC, ist. Hatte ich auch die Chin mit. Also hier Trouble Townies, die kennen die Chin alle. Ja. Vielleicht nächstes Jahr. Die Chin. Wenn sie da noch mit dir zusammen ist. Wenn sie da noch mit mir zusammen ist. Weiß man ja nie. Das weiß man nie. Das ist ja aber lustig. Den kann manchmal auch etwas emotionslos sein. Immer wie ich. Ich erinnere mich noch an der GC, wir waren hinten in diesem komischen Brauhaus, ne, und sind dann ja vorgegangen, wo dann auch diese Bulli dessen da waren. Und Jean hat ja mit dem Auto in der Nähe gekurft. Und das war ja dann die Situation, weil gibt's scheinbar nur im Westen, dass man eine Straße baut und einen Fußgängerweg. Und wenn du vom Fußgängerweg runter gehst, gehst du erstmal noch in eine Vertiefung rein, wo der Radweg ist, und dann kommt noch wieder eine leichte Erhöhung, bevor die Straße losgeht. So, stell dir mal vor, zarte 110 Kilo gehen runter und wissen das nicht. Gehen in die Vertiefung rein, gehen auf die Straße und fliegen dann voller Kant auf die Schnauze und dich legt erstmal auf der kompletten Straße hin. Du jetzt? Ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Du willst 110? Also Klicky, na Klicky hat. Also wenn ich das mitgekriegt hätte, Alter, hätte ich mich voll gepisst vor Lachen. Ja, auf jeden Alter, Fall, wie gesagt, also, da war noch so ein Radweg, der war halt nochmal extra erhöht. Ich weiß das halt nicht. Und zack, unkontrolliert los mich halt voll auf die Fresse. So, Jean kommt mit dem Auto. Ich hätte wahrscheinlich sogar einen gekackt. Und Jean kommt halt mit dem Auto, er eicht eichen. Es ist so voll in Stress und schlecht gelaunt. Und keine Ahnung, voll auf die Schnauze. Boah, Digga, steig ein jetzt. Putz dich ab vorher. Und die sitzt nicht dreckig. Ein bisschen mehr Mitgefühl hätte ich da jetzt auch erwartet. Was ist denn passiert? Ich sage, guck dir einfach mal das Knie an. Da war ja auch so, ne, alles aufgeschürft. Oh, das tut mir aber leid, Unge. Ich bin nicht Unge. Bist du hingefallen mit deinem Longboard? Und ja, hat die auch nicht mitgekriegt. Keine Ahnung, hast du mal irgendwie Klick, wo der Hinschel hat die Situation gehabt. Aufpassen, kriegt man Hate. Ja. Ja, das ist komische Straßenführungen, gell? Hat sie den dicken volles Rohr aufgerüsselt, ey, hätte ich das gewusst, Alter. Warum sagt mir das keiner? Warum filmt sowas immer niemand? Weil du schon ganz weit vorweg warst mit den anderen Besoffenen? Wir waren halt hinten. Ach, jetzt weiß ich. Ach, ja, ich bin ja, da, mit wo die Bullen ich war mit Dalu in der nächsten Bar. Kann das sein? Was? Ich war mit Dalu in der nächsten Bar, kann das sein? Ja, da wo dann auch die Bullen kamen. Wo die Kapuze mitgenommen haben. Also mit einem Laber nicht.
Die wollten Kapuze nicht mitnehmen, die Kapuze, das war krass, aber die haben wirklich jemand gesucht, ne? Und Kapuze sah dem tatsächlich etwas ähnlich. Und da haben sie einfach nur die Personalien von ihm kontrolliert und das war's, ey. Jetzt machst du dich dran. Muss ja mal so, ey, sowas verrät man gar nicht eigentlich, Alter. Ey, ohne Scheiß. Es sind voll die internen Sachen hier, ey, was da ausplaudert. Ja, voll intern standen dessen aber Pressemitteilung. So. Polizeibericht, verdächtige Person nicht gefunden, haben aber ihn kontrolliert. Nee. Bei dem Videotitel muss Randy plaudert internes aus, dass es gar nicht auf mich zurückkommt. Hast du auch mit diesem Clickbaiting-Titel noch mehr Aufmerksamkeit darauf. Ohne Witz. Nicht angucken, das Video. Nicht angucken. Ja. Stopp! Hier gibt's interne Infos. Bitte nicht anschauen. Ich weiß nicht, warum ich es hochgeladen habe. Aber aus irgendeinem Grund ist es einfach freigeschaltet worden. Bitte schaut das Video auf keinen Fall an. Das war geil. Aber... Du könntest wirklich Clickbaiting-Titel machen, Alter. Ohne Witz. Ich? Ja. Du hast, gut, ne? Du hast da drauf. Ja, ich weiß. So. Schlechteste LS-Spieler. Ich hab 3 Tage gebraucht, das zu checken. Lal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 
Das war der beste Beweis jetzt. Du lachst über jede Scheiße. Und? Und nichts. Na gut, aber meine lieben Freunde, jetzt ist Schluss mit lustig, denn der Part ist zu Ende. Freitag heute Abend, 20 Uhr Livestream, halt's Maul. Freitag heute Abend, 20 Uhr Livestream mit Freezy zusammen und mal gucken, brennt die halt auch. Wieder Zeit hat leider. Auf jeden Fall. Nein, heute Abend wieder Livestream, 20 Uhr, schaut vorbei. Lasst das Däumchen hier da, ne? Wisst ihr Bescheid? Schaut bei den anderen zwei vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis morgen, zum Samstag, schönes Wochenende. In diesem Sinne, wir sehen uns mal raus. Tschüss.